dass man irgendwas an jemand überwiesen hätte und das mit PayPal abgebucht worden wäre. Nach dem Prinzip hier von service.paypal.de, das ist nicht von denen, wäre hier eine Bestätigung von der PayPal-Zahlung zu CarParts gegangen. Hab ich zum Beispiel heute bekommen und ich hätte da angeblich einen Scheinwerfer bestellt. Der wäre an irgendeine Adresse gegangen, ähnlich wie ich heiße. Und das ist eine Phishing-E-Mail, da wo will der Absender, die das sind so Betrüger, die wollen bei euch euer Passwort und euren User-Account hacken. Und zwar sieht es zunächst mal alles wie original aus. Man soll eigentlich hier auf diese Konfliktlösung klicken. Wenn man da drauf geht, dann kommt man auf eine Seite, die sieht aus, als wäre sie von PayPal, ist sie aber nicht. Die sieht, man könnte wirklich meinen, das wäre von denen. Also ich sage hier zu, bitte befolgen Sie umgehend die Anweisung, um die Rückbuchung einzuleiten, bla bla bla. Und man meint, ach, das muss ja irgendwas von denen sein, ist es überhaupt nicht, das ist ein gehackter Rechner, wo die ihr Zeugs draufgesetzt habt. Mal gucken, ob ich bis die Adresse dort, also auf jeden Fall die Adresse, die ist ein, irgendein Rechner, wo irgendwo was aufgesetzt ist. Wenn ihr hier drauf geht und versucht dann so Konfliktlösung zu machen, dann ist euer und gebt dann anschließend euer Passwort ein. Also ich mache es jetzt mal, tu mal so, als ob. Kommt jetzt, die haben meine Nummer. Das wird euch auch so gehen, die ganzen E-Mails von allen Leuten auf dieser Welt sind irgendwo schon gespeichert in irgendeinem Profil. Und wenn man jetzt das Passwort eingibt, also ich sage mal bla 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 bla, ja. Wenn man das eingibt, dann ist euer Konto weg. Ich mach mal, die sollen da ruhig mal versuchen, auf dem rumzuhackern. Da. Speichert das bitte, ja. Und Geburtstage eingeben. Also komm, dümmer darf man nicht sein. Mache das auf keinem Fall. Sonst ist euer Konto weg und euer Geld weg. Direkter Zugriff hat man anschließend von PayPal auf euer Konto.